Männern ihre Sünden nicht. Schicke sie in die gleiche Hölle, die sie über unser Land brachten. Das ist kein Ort für dich, Heide. Geh, bevor der Zorn des Vaters dich trifft. Ich fühle mich schon stärker. Nicht. Schicke sie in die gleiche Hölle, die sie über unser Land brachten. Das ist kein Ort für dich, Heide. Geh, bevor der Zorn des Vaters dich trifft. Hast du diese Männer getötet? Sie haben sich selbst getötet, als sie diesen heiligen Boden schändeten. Gott erzählte mir alles. Dann befahl er mir, sie zu züchtigen. Und über dich hat er mir auch viel erzählt. Halt ein, Sechsin! Ich will dir nichts tun! Ich warnte dich, du solltest gehen! Nun lenkt Gott meine Hand! Wiederhole es. Was hat dein Gott über mich gesagt? Mein Gott nennt dich den Teufel mit den Krähenaugen. Und er sendet seine Engel, um dich zu finden und zu töten. Und dann werden sie dich in den Höllenschlund werfen, Dämon.
Die werden sofort angreifen. Du Ratte!
verklemmt. Ich muss auf die andere Seite. Sollte versperrt sein. Zertrampel dich! Dreckige Heide!
war's das! Stirb! Bex, da ist noch eine Anomalie. So nennen wir die also? Und noch ein Datenpaket. Soll ich es holen? Wenn es sowas ist wie das letzte, dann auf jeden Fall. Huh?
Lass den Strom fließen. Lass dich davontragen. Das ist gefährlich. Vielleicht klappt es nicht. Bis wir das Serum haben, ist das alles, was wir tun können. Wirst du den Wütenden nicht für mich fragen? Ihn um das Serum bitten? Ihn anfällen? Er würde nicht zuhören. Und eher würde ich zusehen, wie die Welt vernichtet wird, als diesem Mann den Anblick von mir auf den Knien zu gönnen. Ihr beiden dieselben Stimmen, die ich höre? Ich weiß nicht, was du meinst. Hier ist alles ruhig. Verdammt. Naja, ich bin am zweiten Paket. Seid ihr bereit? Sind wir. Habt die Daten. Hier kommen sie.